Moin Leute, herzlich willkommen zu einem ganz wilden Game, was ja in nächster Zeit sehr viel behandelt werden wird. Hello Neighbor 2. Ich habe den ersten Teil noch nicht gespielt, aber wir sehen selber, es geht um einen Nachbarn, der nicht cool ist. Wir spielen heute die Alpha und demnächst kommt die Beta raus. Dann das ganze Game. Und das hier ist anscheinend ein Rabe oder was? Der hat da jetzt irgendwie ein Kuscheltier drin. Oha! Den Kopf abgerissen. Und hat das Ding komplett erledigt, ne? Was ist denn das? Der verbrennt die alle. Ach du Scheiße. Selbst irgendwie die Kamera hat er damit reingehauen, ne? Und da müssen wir jetzt rein ins Building, oder was? Oh nee. Wir müssen jetzt echt zum Rahmen hin. Da sind Kinder, Leute. Okay? Die haben sich verkleidet. Und Halloween-mäßig. Und der guckt jetzt halt und sagt... Jo, was ist das denn für einer? Junge, wie creepy ist der denn? Oh mein Gott! Was ist denn da gerade passiert? Der hat die alle in den Sack reingepackt. Alter, schmeißt er die jetzt ins Feuer? Guck dir das mal an. Alles klar, okay. Also der scheint so eine Riesenleiter ja ganz locker zu nehmen. Da oben hat er die Kinder eingesperrt, einen fetten Schlüssel dran gepackt. Bretter drauf gedonnert. Junge, was ist denn das für ein Rabe? Ach du Heiliger. Okay, Leute. Also, ich verstehe. Wir sind jetzt anscheinend, ja, ein Typ und haben hier so ein Fernglas dabei. Und irgendwie gibt es hier diesen ganz komischen, räudigen Nachbarn. Ich will mich jetzt hier einmal ein bisschen umgucken, so. Was kann man hier machen? Denn ich habe halt noch keine Ahnung, was hier alles so geht. Hier ist auf jeden Fall noch eine Butze. Das ist ja interessant, dass hier eine Butze ist. Kann man hier einfach so sich hochziehen? Okay, das geht. Und wir haben hier noch so eine, ja, so eine Knastzelle, kann man sagen. Wir kriegen die aber nicht auf. Okay. Ich kletter mal hier hoch. Da vorne ist irgendwie noch ein Stromschalter, aber ich glaube... Das ist egal. Können wir die Leiter hier mitnehmen? Wäre die Frage. Geht es? Nee, können wir nicht. Okay. Also wir wissen, dass hier ein Haus ist, wo wir eventuell ja sogar noch ans Fenster springen können. Das müsste ich tatsächlich nochmal kurz probieren, Leute. Ja, hat geklappt. Und jetzt kommen wir so ein bisschen auf das Dach hier oben rauf. Mal sehen, wo das hinführt. Wir könnten sogar wahrscheinlich über die Rohre da hochklettern. Von der Sache her würde ich jetzt einfach mal sagen. Hier fällt man... anscheinend einfach rein, okay. Vorsichtig, vorsichtig. Sehr vorsichtig, Freunde. Oh, oh. Leute, ich höre was. Da war der Rabe gerade, ja? Ach du Scheiße. Wollt ihr mich gerade holen? Ich bin durch das Feld wieder zurückgegangen. Ich schmeiß jetzt mal die Taschenlampe weg. Oh, oh. Oh, oh. Ruhig, ruhig, ruhig. Wo ist denn der? Was ist denn da los, Leute? Der Rabe ist gerade aus seiner Tür raus. Bin in der Bude drin. Bin jetzt in seinem Haus. Was ist das hier alles? Leute, ich bin in seinem Haus jetzt drin. Wir gehen jetzt mal... einfach hier hoch, da war er gerade. Ist da sehr, sehr aufpassen. Er bewegt sich schnell. Wir können uns halt sehr schlecht verstecken. Halt erstmal gucken, wo er ist, ne? Wo ist dieser verdammte Aal? Sag mir, wo dieser verdammte Aal ist. Nein! Nein, 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 nein! Boah. Habt ihr das gesehen? Was hatte der da? Ich gehe nach oben. Okay. Okay, okay. Ich weiß nicht, ob ich es first try schaffe, ja? Müssen wir mal schauen. Oh Gott. Der Rabe hat mich schon wieder entdeckt. Hier, hier ist ein Code. Oh Gott, der Rabe kommt! Ich habe die Tür zugemacht. Lauf, lauf. Oh. Der war da gerade, ne? Okay, okay. Wir müssen jetzt irgendwie dieses Secret hier lösen. Es ist auf jeden Fall nicht einfach. Und wir haben jetzt hier... okay. Hallo? Was war denn das gerade, Leute? Ah ja.
So, wir haben einen Code zu knacken. Wir könnten da oben noch mal reingehen. Vielleicht, wenn wir auf den Kühlschrank raufklettern. Können wir hier oben so rauf? Ja, das sieht ganz gut aus. Wir müssen jetzt tatsächlich mal schauen, wo dieser Rabe ist. Wir haben jetzt erstmal ruhig. Ist hier was drinne? Was ist denn das? Ich verstehe es nicht. Das sieht aus wie so ein kleiner Mixer irgendwie, ne? Oh Gott! Oh Gott! Verstecken. Verstecken, verstecken, verstecken. Okay, ich habe die Tür hier zugemacht. Perfekt, Leute. Alles entspannt. Ich bin jetzt in seiner Butze. Es ist halt echt ekelhaft hier drin, ne? Ich habe den Code nicht gesehen. Dieses Geräusch. Er ist über mir. Hört ihr dieses komische Geräusch? Hier ist eine Kreissäge drin. Vielleicht, was ist das hier? Ich habe hier ein Kabel, oder was? Bleibt mal ruhig. Was könnte ich mit dem Kabel machen? Ist die Frage. Oh, vorsichtig, vorsichtig. Vorsichtig. Wir sneaken uns hier mal rüber. Ich kann mich in dem Schrank verstecken. Was habe ich denn jetzt hier? Das muss in den Stecker irgendwie rein, verstehe. Muss mal gucken, wo. Wo man das da ranmachen könnte. Ich schaue mir das mal hier oben an. Leider kommen wir hier halt nicht so durch, ne? Das ist ein bisschen schade. Aber vielleicht können wir ja mal gucken, ob hier draußen irgendwas geht. Da ist ein Fernglas drin, ne? Okay, der bewahrt unsere Sachen anscheinend wieder auf. Bleib jetzt mal leise und geh mal nach oben ein bisschen. Digga, ist es eigentlich der Allerechte? Da vorne könnten wir eventuell einen Stecker reinstecken. Weiter geht's nicht, ne? Moin. Was macht er da? Okay, Leute. Also. Der kommt mir echt hinterher und schmeißt sich mit Kartons ab. Meine Güte, ne? Ich hab einen Stecker da drüben gehabt. Aber ich weiß nicht, was du mit dem Stecker machen sollst. Okay, geht wieder nach oben. Wir haben jetzt noch den Stecker. Aber wie können wir hier Strom aktivieren, ist die Frage, ne? Bewegt sich und man sieht ihn hier. Wo geht er hin? Sieht er mich hier drinnen? Nein, Leute, er hat mich nicht gesehen. Perfekt. Er hat die Tür zugemacht. Wir haben jetzt Zeit. Wo ist das verdammte Kabel? Digga, der macht ja alles wieder so, wie es war. Wie jetzt ist das denn? Ja, ich glaube, ich bin am Arsch. Ich sag euch, wie es ist. Nein! Ich muss von hier aus zum Baumhaus springen. Okay, warte mal ganz kurz. Ich kann doch bestimmt auch von hier vom Auto aufs Baumhaus rauf. Ja, das funktioniert sogar. Was ist das hier für eine Maschine? Eine fette Taschenlampe. Ich zieh dich, Junge. Nein! Ey! Ey! Der hat mich eigentlich weggeworfen. Okay, Leute, der hat mich sehr, sehr weit weggeworfen. Leute! Ich habe gerade gesehen, dass hier im Feuer der Schlüssel ist. Moment mal. Der Schlüssel, okay, damit wir oben zu den Kids kommen, aber dann brauchen wir jetzt irgendwie noch eine Brecheisenstange. Nein! 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 Ich werde rausgeschmissen! Bitte nicht! Bitte nicht! Oh, meine Beine. Okay, ich glaube, ich habe da eine Brecheisenstange gesehen. Wenn ich mich jetzt recht entsinne, war da ein Stecker daneben. Das heißt, wir müssen das Kabel benutzen, aber wo müssen wir das Kabel reinstecken? Ich glaube, die Lösung ist hier irgendwo draußen. Was ist hier in der Tankstelle los? Ja, also ich meine, da mal abgesehen davon, dass die Spritpreise endteuer sind, muss hier doch bei der Tankstelle sicherlich was gehen. Okay, hier kann man nicht rein, aber hier kann man hoch. Okay.
Ey! Sag mal, was ist denn das jetzt hier, Leute? Es ist, also, ihr merkt schon, dieses Game ist richtig brutal. Dieses Game ist der neueste Titel. Das absolut krasseste, was ihr je erlebt habt. Okay, ich könnte hier auf diesen Zaun theoretisch... Ja, wir klettern auf den Stacheldraht drauf. Man kennt ihn, Leute, der Stacheldrahtzaun. Ist hier irgendwo was oben? Nö, sieht aktuell... Warte mal, da ist ein Kabel dran. Moment mal! Kann ich... Da ist ein Kabel dran. Hier leuchtet aber nichts, oder? Nee. Aber das macht Sinn. Das macht absolut Sinn. Ich würde nur gerne irgendwie den Generator mitnehmen, wenn das ginge, ne? Aber es sieht so aus, als würde das nicht gehen. Wir gucken mal, ob wir hier drin vielleicht noch einen finden. Kann man hier so durch? Nee, kann man auch nicht. Müssen wir jetzt wieder hier hochspringen? Tatsächlich. Müssen wir halt echt. Okay. Also den Generator muss ich jetzt irgendwie kriegen. Ah ja, Leute, es gibt hier, man kann das irgendwie aufladen. Perfekt, Alter, ich habe das Ding eingesackt. Es ist jetzt in einem Karton hier drin. Chillig, chillig, sag ich mal so. Dann nehmen wir den Generator mit und gehen mal bei dem Raben-Dude ins Haus rein. Wieder. Ich komme der ganzen Sache langsam auf die Spur, bin ich der Meinung. Jetzt darf er uns natürlich nun nicht erwischen. Wir müssen den Generator oben einmal platzieren. Der Rabe ist gerade aus seinem Haus raus. Wir könnten einen günstigen Moment erwischen. Nein. Ich kann nicht über diesen verdammten Zaun springen. Moin, Rabe. Ich habe hier gerade ordentlich zu tun. Komm schon. Irgendwo. Irgendwo war die Brecheisenstange, beziehungsweise das Kabel. Ich könnte das Kabel auch safe von der Tankstelle holen. Oder ich gehe jetzt ganz schnell hier rein. Und nehme mir das Kabel von dort. Verdammt nochmal! Der Typ hat mich gelingt! Ich kann das Kabel nicht mehr nehmen. Oder? Das war doch das Kabel, oder nicht? Scheiße, Leute. Ich muss jetzt echt nochmal zur Tankstelle zurück. Es sieht echt danach aus, ne? Boah, ist das nervig. Oder merkt er sich das, von wo ich das gezockt habe? Packt es dann wieder weg? Das kannst du natürlich auch haben, ne? Ja, tatsächlich, Leute. Er packt das alles in den Kühlschrank. Wo ist der kleine Herz? Okay, ich schließe jetzt das Kabel hier ran. Geht das? Was ist das denn? Ich muss da noch irgendwo... schlecht. Ich muss da, glaube ich, noch was reinfüllen. So wie es aussieht, ist der Generator leer. Oh, nö, ne. Ich brauche noch Benzin für den Generator, oder was? Sag bloß. Ja, wo holen wir uns jetzt das Benzin her? Wäre ja mal interessant, wenn er den Code irgendwann eingibt, ne? Ich muss dann auch mal los. Wie zur Hölle machen wir das jetzt? Wenn wir hier hochgehen, dann können wir... Warte mal. Mit dem Ding... Sag mal, wie kann man das erwischen? Würde das eventuell gehen, wenn ich... Ich will mal was testen, Leute. Okay, ich kann Sachen schmeißen. Das ist gut. Ich bräuchte jetzt nur noch irgendwie was. Ja, ja, ja. Ich bräuchte tatsächlich nur noch was. Ich würde gerne mal was testen. Okay, wir haben das jetzt auf den Schalter geworfen, aber es hat irgendwie nicht so viel gebracht. Ja, wir müssen einfach vielleicht noch ein bisschen besser zielen. Das ist jetzt die Frage. Ja! Das Ding geht rückwärts. Ich muss da mal was gucken. Geht das Feuer jetzt aus? Der ganze Müll geht ins Feuer rein. Ach so. Das Feuer geht tatsächlich aus. Ey, ich hoffe. Ich hoffe. Uff. Wir machen das Ding jetzt komplett aus. Guckt euch das an. Ich habe einen Feuerlöscher am Start, okay? Ich habe den Schlüssel gleich. Und dann... Kann ich den nehmen? Okay, okay. Okay. Ich glaube, er hat es gemerkt. Ich bin mir nicht sicher. Wir wissen alles. Wir gehen zurück zum Auto, ne? Kann man das hier reinlegen? Ich habe ja hier noch mehr Sachen. Safe, oder? Tatsächlich. Uff. Aha. Brecheisenstange plus Schlüssel. Und jetzt muss ich definitiv nochmal gucken, wie wir die Brecheisenstange holen. Da habe ich auch eigentlich eine kleine Idee. Ich weiß nur noch nicht, wie wir den Generator anbekommen, Leute. Das muss ich mir gleich definitiv nochmal reinziehen.
Aber wir könnten jetzt natürlich mal kurz schauen. Ja, okay. So funktioniert das. Und dann wird wahrscheinlich... Warte mal, kann ich das Ding jetzt anmachen? Verdammt. Ich muss da noch irgendwas reinkippen, glaube ich, oder? Also da haben wir auf jeden Fall schon mal alles geklärt, wie der Code jetzt ist, damit wir hier reinkommen. Aber was können wir damit machen? Vermutlich... Können wir damit wahrscheinlich zu den Kids hoch, ne? Das heißt, wir brauchen jetzt eigentlich noch den Code plus irgendwas zum Tanken. Aber was nehmen wir? Das hier? Das hier vielleicht? Ist es das hier? Auf random Basis sieht so aus. Verdammte Axt. Es könnte halt möglich sein. Weiß halt echt nicht, wo das Kabel jetzt sein soll, ne? Hier ist das Kabel. Okay, das ist angeschlossen. Okay, Leute, wir müssen einmal... Ey! Der Stuhl, Digga! Hallo, der Stuhl! Wir müssen hier nochmal raus, denn ich habe gerade festgestellt, das mit dem Generator ist nicht so gut gelaufen. Ich glaube, Leute, uns fehlt der Sprit noch. Und wo kriegen wir Sprit her? Ja, genau, von der teuren Tankstelle, glaube ich mal. Hier direkt aus dem Zapfhahn oder was? Man konnte ja noch irgendwie da reingehen, so. Das werden wir gleich auch nochmal checken, ob da drin noch was war, was ich übersehen habe. Aber ich sehe hier soweit jetzt nichts. Wir können auch nichts aus dem Zapfhahn ziehen. Na gut. Dann kletter ich doch einfach mal hier rauf und gehe nochmal in die Tanke rein. Und ich habe so das ganz miese Gefühl, dass da irgendwie noch was drin ist. Ne? Aber das wäre ja auch an sich nicht das Problem. Gucken mal. Oh, lol, Digga. Da unten lag halt tatsächlich noch was. Das heißt, wir haben jetzt Gas dabei. Okay. Wir kommen dem Ganzen immer näher. Diese Lösung, also... Das Ganze wird jetzt immer verzwickter, aber möglicher. Dann machen wir das jetzt da mal am besten rein. Und Leute, falls ihr Bock auf mehr Hello Neighbor habt, ne, dann einfach Hashtag Nachbar in die Kommentare. Dann weiß ich Bescheid. Der verdammte Nachbar ist jetzt by the way auch gerade mal raus. Ah, jetzt muss ich halt definitiv mal gucken, dass wir hier die Tür aufmachen. Ich schnell nach oben sprinte. Ich hoffe, er hat nichts umgebaut. Perfekt. Und jetzt rein damit. Rein damit. Oh Gott. Ich weiß nicht, was da abgegangen ist. Aber der Generator ist dran. Nein, lass mich. Verdammter Nachbar, ich hab den... lass mich in Ruhe. Wow. Er hat mich wieder rausgeworfen. Leute, ich muss jetzt ganz schnell reinkommen. Ne? Komm doch. Tja, Digga, da bin ich versteckt, ne? Da denkt er, Leute. Aber nix, ich bin nicht da. Ich bin in der Mülltonne. Guck mal, wie er sich aufregt. Erzieh dich, Mann, du Hässlette. Guck hier ja nicht in den Mülleimer. Was macht der da? Als ob. Woher wusste der das? Woher wusste der das, Leute? Weiß nicht, wo der jetzt ist. Also, Digga, jetzt wird's lächerlich. Nee. Oh mein Gott, der hat den Generator abgebaut. Oder? Die Brechstange ist weg. Ist die Brechstange jetzt da drüben? Hey, Kollege. Perfekt. Wir sind versteckt, Leute. Alles entspannt. Wir müssen halt warten, bis er in diesen Raum da reingeht, ne? Da vorne irgendwie. Da reingeht, wäre das sehr, sehr krass. Das macht. Kann mich hier hinter verstecken oder was? Oh, sehr interessant. Super. Wir sind safe. Er kommt jetzt hoch. Eventuell geht er jetzt ja gleich an den Code und wir könnten ihn sehen. Es wäre halt perfekt, wenn er da eigentlich hingeht jetzt. Deswegen hoffe ich, dass es klappt. So wie wir uns das vorstellen. Nee, er läuft leider runter. Das ist sehr, sehr ekelhaft. So, wir müssen jetzt mal gucken, wie wir an diesen Code kommen. Ich überlege halt gerade... Oha, was ist das denn, Leute? Warum sind hier diese ganzen Vögel? Jo, moin. Da konnte das Ding definitiv nicht durch. Ah...
Ich habe so die ganz vage Vermutung, dass ich das etwas falsch angegangen bin. Okay, jetzt muss ich erstmal gucken, wo der verdammte Generator steht. Ey! Hey! Was ist denn das hier? Moin! Okay, krass. Hier ist ja auch noch ordentlich was. Also, ja, ich so langsam verstehe ich einiges von diesem Game so. Das hat sehr viel Potenzial, sehr viele verschiedene Wege zu gehen, wie man das hier durchspielen kann am besten, ne? Mhm. Ja, ja, ja. Okay, okay. Das, ja, okay. Wir müssen mal weiterschauen. Hier oben. Ich kann anscheinend durch den Schornstein hier durch, denke ich mal. Hier ist nochmal so ein Laufband. Ja, wo soll der denn jetzt herkommen, ne? Ist da die Brecheisenstange, Freunde? Das ist die eine Seite. Ich muss jetzt mal kurz was gucken, Freunde. So kommt man also hier aufs Dach. Gibt's das hier auch zur anderen Seite raus? Theoretisch müsste es das ja geben, oder? Also irgendwo hier vorne. Warte mal. Müsste es... Ja, hier. Nee, das ist das Falsche. Da vorne. Ich sehe da nichts. Warum ist das Tor hier offen? Verdammt, Leute. Nein, aua, oh Gott. Was ist denn da passiert? Ich habe eine Idee. Okay, okay, okay. Er ist mir jetzt direkt auf den Fersen. Okay. Ich werde jetzt mit meiner Kamera auf diesen Code specken. Perfekt. Die liegt hier optimal. Okay, gut, also das Kabel ist... Oh, warte mal. Ich habe das jetzt hier angeschlossen. Ist ganz gut. Das hier ist das Benzin. Okay. Und wir könnten das Ganze jetzt natürlich... Mal einfach hier rüberhauen. Okay. Und dann geht das Ganze raus. Perfekt. Oh, ist das OP, Leute. Jawohl. Sehr gut. Okay, wir haben die Brecheisenstange. Läuft doch immer besser. Können wir hier den Baum hochklettern? Oh, das war ein bisschen... Zu viel des Guten, aber... Ja, sehr nice. Sehr, sehr nice. Jetzt müssen wir nur noch darauf. Und... Perfekt. Ich habe jetzt die Brecheisenstange. Und mit der können wir jetzt natürlich schon einiges machen. Sehr, sehr gut. Das haben wir auf jeden Fall geschafft. Ja, ich kann das Holz abbrechen. Sehr gut. Wir kommen so in diesen Room hier rein. Sehr, sehr nice. Da ist ein Seil drin, ne? Okay. Zu wissen. Bleiben ruhig. Seil haben wir. Ich muss mir nur noch den Schlüssel besorgen, Leute. Aus meinem Van, glaube ich. Da müsste der noch sein. Und dann passt das. Er hat mich gesehen. Ich zieh durch. Ich zieh einfach durch. Ich zieh einfach durch. Ich bleibe in den Büschen. Hier ist der Schlüssel. Wir nehmen ihn mit. Wenn der uns jetzt erwischt, sind wir dran. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Let's go. Let's go. Let's go. Weiter. Hoch. Wir haben das Seil jetzt dabei. Wir können sogar mehrere Items tragen. Das ist sehr gut. Leute, wir sind kurz vor dem Schluss. Wir sind ganz knapp davor, das Ding jetzt hier rein zu chippen. Ich kann mir hier tatsächlich so ein Seil machen, ne? Komm schon. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Jawohl. Mit dem Schlüssel? Yes! Oh Gott, ich muss wieder an das Seil rankommen. Ja. Yes! Ich habe die Tür offen. Aber ich komme nicht mal ans Seil. Scheiße, wie komme ich denn da jetzt rein, Leute? Okay. Ich muss mir was einfallen lassen. Ich muss mir was einfallen lassen, Freunde. Es nützt nichts. Aber ich habe schon eine Idee. Oh, ich bin
ganz knapp davor, aber die Sache ist, ich könnte mir das Seil natürlich nochmal nehmen. Jawohl! Mit dem Mittelseil können wir hier wieder hochklettern. War sehr, sehr worth, Leute. Sehr nice. Wir sind drin. Uff, wo sind wir? Ach du Heiliger. Kinder? Hey, ich bin am Start. Was geht hier ab? Was ist das denn? Da fehlt doch einer. Da vorne ist jemand irgendwie im Knast, ne? Was ist denn das? Kids, was ist los mit euch? Boah, ihr glaubt es nicht. Ich muss tatsächlich nochmal durchziehen. Oh mein Gott. Ich muss echt nochmal weg. Ich muss den Kindern jetzt noch Süßigkeiten in deren Beutel reinpacken. Ich werde jetzt erstmal alles hier rausschmeißen, was ich habe. So. Verstehe ich nicht, warum das jetzt sein muss, aber... muss du mal sein. Wir müssen jetzt in jedes erdenkliche Haus reinsprinten, um zum Beispiel jetzt mal zu gucken, ob hier irgendwie noch was liegt. Und ja, es könnte hier halt tatsächlich noch irgendwie was liegen, so Süßigkeiten oder sonst was. Muss ich jetzt wirklich alles nachgucken. Ich habe mir das tatsächlich gerade selber noch bei einem YouTube-Video rausgeschaut und gesehen, dass man das machen muss. Das ist natürlich eine Alpha, Leute. Da wird nicht alles angezeigt und auch nicht alles erklärt. Aber bald kommt ja die Beta und ich sag mal, dann umso geiler, ne? Also, wir sammeln jetzt mal ganz schnell die ganzen Sachen bzw. Süßigkeiten und sehen uns dann gleich wieder. Uff, Leute. Also, das war auf jeden Fall ein sehr, sehr wilder Ritt. Man kann sehen, ich habe jetzt mittlerweile 5 Bonbons und einen Feuerlöscher, mit dem ich ein paar krasse Tricks mittlerweile drauf habe. Ich habe jetzt locker nochmal eine halbe Stunde gespielt. Nur um diese verdammten Bonbons zu bekommen. Ich weiß noch nicht, wie wir jetzt da vorne wieder reinkommen. Das muss ich mir jetzt tatsächlich mal ansehen. Aber wir haben den Feuerlöscher. Wie gesagt, ich habe ein paar entspannte Tricks drauf. Wir sollten jetzt mal schauen, wie es dann so wird. Oh, verdammt! Digga, dann mach das auch! Okay. Nein! Nein, ich habe kein Seil mehr, Leute. Das ist das Problem. Ich muss jetzt mal ganz schnell hier weg. Der nimmt mir sonst meine Sachen ab. Das ist das Problem. Und dann ist der Bonbon wieder verschwunden. Und deswegen muss ich jetzt halt schauen, dass ich mit viel Skill und Gefühl da drinnen lande. Es geht los. Es geht nicht, Digga. Ich brauche das verdammte Seil, Mann. Sind raus. Er macht jetzt halt ernst, ne? Das muss man ihm einfach mal lassen. Er macht es richtig ernst. Was ist das hier? Okay, ich versuche jetzt einfach nochmal da hochzuklettern. Vielleicht geht's ja jetzt, aber ich finde hier halt auch einfach kein Seil mehr. Ich wüsste auch nicht, wo er das hinlegen könnte. Wir sind kurz vor dem Ende. Ich komme da halt einfach nicht hin. Kompletter Mist. Da versuch, Brill! Oh. Verdammt, Leute. Ich komm da noch rauf. Ich brauch mehr Fläche. Ich brauch mehr... Fläche! Ja! Ich bin drin! Ich bin drin! Perfekt! Da vorne muss diese verdammten Teile reinwerfen, oder? Kommt der näher? Tatsächlich, Leute. Tatsächlich? Ist das das Kind vom Raben oder so? Was ist denn das hier? Okay. Hä? Was ist jetzt passiert? Ach du Scheiße, was geht denn hier ab? Wow. Das ist der Nachbar. Oh mein Gott. Was war denn das gerade für eine Aktion? Digga, ich check nix. Ich check gar nichts. Es klopft an der Tür. Ich weiß halt nicht mal, wer er ist, ne? Aber ich glaube, das waren wir. Der Nachbar hat ihn gefunden. Wie ist das Wetter? Leute, das war's mit einer Folge von Hello Neighbors 2, bevor wir in die Beta reingehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da und schmeißt gerne ein Abo für meinen Kanal rein, ne? Könnt ihr einfach die Glocke aktivieren, dann verpasst ihr die Beta safe nicht. Und danke, dass ihr das ganz lange Video bis hierhin geschaut habt. Dickes Küsschen geht raus. Denno out.